Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden und herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation dieses wunderschönen Audi A4 Allroads. Die Farbe, in die habe ich mich persönlich verliebt. Ich bin vorher jetzt schon mal ums Auto drumherum gelaufen. Die nennt sich Matador Rot Metallic. Das ist wirklich eine schöne Sache mit einer sehr umfangreichen Ausstattung. Wenn euch die ganzen Optionen interessieren, was das Auto alles hat, klickt einfach mal unter das Video, da ist ein Link. Also da steht, hier geht es zum Inserat, da klickt er drauf. Dort kommt er direkt zur Mobile und dort ist alles hinterlegt, was der hier so kann. Weil der kann wirklich einiges, um das jetzt alles aufzulisten, würde ich mir irgendwie so ein bisschen Fransen an den Mund quatschen. Das möchte ich nicht. Ich möchte euch das Auto zeigen und euch im Prinzip erstmal einen ersten Eindruck geben, wie der so beieinander ist. Heißt, der ist wirklich sehr gepflegt, der riecht auch innen nicht nach Rauch oder nach Katze oder Hund oder sonst irgendwas. Der riecht eigentlich so, wie ein Audi eben von innen riecht, nach dem Leder. Ist alles sehr aufgeräumt, sehr gepflegt. Die Sitzwange sieht hier vernünftig aus vom Ein- und Aussteigen, weil es ist ja kein nagelneues Auto, der hat ja trotzdem irgendwie 85.000 Kilometer gelaufen. Und dementsprechend super gepflegt ist der eigentlich, wie ich finde. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was der Laufleistung nicht entsprechen würde. Ordentlich viel Platz ist auch im Innenraum. Die Scheiben hinten sind getönt, das steht ihm ganz gut. Gerade so diese Rot-Schwarz-Kombination gepaart auch mit diesem Titan. Die Felgen sind ja so ein bisschen bicolor. Sieht das eigentlich ganz nett aus, denke ich. Also ihr kriegt da wirklich ein modernes Auto. Elektrische Heckklappe mit Kamera, das Ganze. Doppelten Ladeboden mit so einem Ersatzrad. Die Ambientebeleuchtung ist hier noch mit drin, das darf auch nie fehlen, denke ich. Ja, und alles in allem kriegt er ja wirklich ein solides Auto mit einer wirklich geilen Außenfarbe. Rot war persönlich nie unbedingt meins, aber diese Metallic-Töne, die sie jetzt alle so rausgebracht haben, was so ein bisschen Candy-artig aussieht, sieht natürlich immer super gepflegt aus. Ja, alles in allem, denke ich, gibt es hier von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ein paar kleine Gebrauchsspuren habt ihr vielleicht während des Videos gesehen, weil es ist ja wie gesagt nicht nagelneu. Aber alles andere kann man sich hier gern vor Ort nochmal anschauen bei einer Probefahrt, je nachdem wie es möglich ist. Ansonsten gern auch per Videotelefonie oder normal am Telefon, wenn euch das Video reicht. Dann können wir nochmal eins zu eins die Sachen besprechen, wie eine Gebrauchtwagengarantie oder vielleicht auch eine Finanzierung oder ihr wollt ja euer altes Auto in Zahlung geben bei uns. Das geht mittlerweile alles online. Von daher danke ich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.